Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Wir verlieren jetzt mal eine Folge im Ranked und dann spielen wir wieder normal Quick Match. Was ich sehr überraschend finde, ist, dass wir zwei Premates haben, also Goro und ich, und dann die anderen beiden da sind ja Premates und im Gegnerteam kein einziges. Das ist voll selten. Das ist aber leider kein Vorteil. Das ist, Hat ich letztens ja, wie gesagt, auch schon, und wir haben hart dominiert ohne Premates. Das hatte ich vergessen zu sagen. Wir waren die ohne Premates. Und haben hart dominiert. Hatten die einen höheren Durchschnitt als wir? Habe ich gar nicht drauf geguckt. Weil die haben mehr. Wir haben mehr Platin, ehemals Platin. Die Leute, die hier auf diesem Level spielen, denken ja, sie werden was Besseres, nur weil sie ein Platin-Logo haben. Aber die haben die gleichen Punkte wie wir. Von daher, ihr seid genauso scheiße wie wir. Von daher. Ja, das sind absolute Pro-Spieler. Platin ist absolute Pro. Letztens hat einer einen rumgeflamed, so, da hat einer mit Gold was gesagt. Und dann sagte der Platin-Spieler, sagt der mit der Platin, mit dem Platin-Symbol. Und ich so, hallo Junge, du hast die gleiche Punktzahl wie wir. Du bist genauso scheiße. So, weißt du? Hab dich. Reaper links. Reaper ist tot, okay, cool. Oben ist Diva, oben im Tunnel. Da ist sie raus. Ich hab sie. Besten Dank. I've seen worse. You're going to live. Oh fuck, das hat er zurückreflektiert. Nice. Dass Reaper nicht zwischen uns kommen. Mich hat er. Hab ihn. Mich hat er halt leider. Boah, halt aber. Oh. Wann hast du deine Ulti? Ich hab meine Ulti. Dauert noch, jetzt bin ich tot. Wann hast du deine Ulti? Wenn ich gleich wieder am Punkt bin, hab ich sie. Ich hab noch 5% und der Weg bis dahin dauert ja. Bin ich gespannt. Ich hab mir ja jetzt die Dings bestellt, ne, die Kopfhörer. Mhm. Hoffentlich mit meinem Raffling. Nein, hast du natürlich nie. Ich hab auf einer dänischen Seite bestellt. Oh. Ja, da war kostenlose Lieferung. Bei Amazon zahle ich 10 Euro oder so. Gibt's kein Amazon DK? Nee. Nein, du machst deine Ulti nicht, Mädchen. Ich hab auch kein Prime, ich hab dich nicht. Hättest du deine Ulti gehabt? Ich hab sie, ja, aber ich hab die Diva lieber runtergehuckt, weil die ihre Ulti machen wollte. Spielt die Heilende. Weil. Hört sich nicht gut an. Ne, den haben sie. Lass sie vor der Tür bleiben. Da oben kommt eine Diva, da kommt eine Diva, eine gepushte. Willst du gleich reinklatschen oder was? Mit okay. Ulti? Okay, siehst du mich? Ja. Jetzt! Leistung verstärkt! Greif an! Scheiße, weg, 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 weg! Okay, wieder hin, 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 hin! Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Nee, das war zu viel. Die Diva-Ulti war krass. Ja, die hat die gerettet. Auch wenn ich nicht Power-Up hatte. Die Diva hätte ich noch haben können, scheiße. Dass ich die Diva nicht gekriegt habe, juckt mich jetzt, ey. Das ist echt. Ja, komm, hau mal. Erstmal die Haken hinterher jetzt. Ja, Roadhog ist so langsam. Nein, Reaper kommt von oben. Oben auf dem Dach. Heil mich, 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 heil mich. Aua. Oh, der Rechtsklick von Roadhog ist zu kacke manchmal. Nein! Nein! Oh, sie ist fast down! Ja! Nein, 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 nein. Ja, ich weiß. Alter, Diva. Ey, die machen ihre Ultis zu gut gerade. Das ist ranked, Junge. Ja. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Ist ranked, Junge. Ja, ich dachte, du wolltest dich vielleicht mal anstrengen. Was? Oh nein. Boah, direkt vor die Tür gelegt, Alter. Ich hab meine Ulti.
Nicht dein Ernst, Mann! YOLO, ey. Hier, Diva, Anna weg. Diva weg. Ich werde ständig von irgendwelchen Anas eingeschläfert, wenn ich meinen Scheiß mache. Komm, was ist fertig? Wo ist sie? Reiß sie die. Ja, genau. Reiß dir mal den Arsch auf, oder? Nein, mach ihn! Oder so! Du kommst her, Alter! Meine Fresse! Fucking Reaper, ey! Sorry, es gibt eine Pharah. Wo, wie, Pharah? Also, bei uns. Achso, ja, dann mach... Wow, Pharah. Wow! Wenn ich mal groß in der Rolle heute bin. Oh, scheiße. Spürt die heilende Ruhe. Ich schaff dich, ich schaff dich, ich schaff dich. Hast du nicht. Ich hatte dich, Alter. Du hast du hast schaff dich gesagt. Ich schaff dich. Ich schaff dich, wollte ich sagen. Und dann ich hab dich. Und ist alles dasselbe. Wenigstens hat hier Junkrat gerade noch ein bisschen was gemacht. Die schieben ganz schön. Meiner Meinung nach. Diese Ana! Affe, die haben Affen, die haben Affen, die haben Affen. Alarmstufe rot, die haben Affen. Reaper von oben, Ulti. Ich glaub, ja. Den kannst du dann ja... Wieso hat der denn jetzt auch noch einen Boost, Alter? Was ist das für eine Arme? Weißt du, Reaper macht die Ulti, dann kriegt er noch einen Boost. Der ist unzerstörbar. Wollen wir über die Premates reden, oder? Ja, das ist unglaublich. Noch 30 Sekunden. Oh. Abgeschlossen. Wollen wir nochmal über die Premates reden? 0-3. Dachte ich. Seitenwechsel. Ah, wir kommen jetzt wahrscheinlich nicht mal zum ersten Punkt. Ich sehe schon kommen. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ich passe mich jetzt mal an, was die anderen nehmen. Mach mal Zen. Ich passe mich doch nicht an. Ich passe mich an, was die anderen nehmen. Ich nehme Zen. Nimm Zaya. Du kannst doch Zaya auch gut. Ich sehe so viele Tracer-Spieler in letzter Zeit. Und immer, wenn ein Tracer-Spieler im Team ist, verliere ich. Ich auch. Das ist eigentlich immer kacke. Immer. Immer, wenn ein Tracer im eigenen Team ist. Die gegnerische Tracer ist immer arschgut. Richtig gut. Und geht dir voll auf den Sack. Aber die im eigenen Team, die reißt nix. Das wahre Selbst ist sorry to say, es ist halt wirklich so. Das ist halt, das ist alles kacke. Dass wir jetzt keinen zweiten Healer haben, ist jetzt nicht so schlimm. Verschließt euren Geist. Ich hoffe halt, dass Genji oder Tracer wechseln, sobald sie nichts reißen. Was sagt sie auf Deutsch hier? Warte mal. Wer denn? Ich möchte dich knuddeln wie einen großen pelzigen. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Ich möchte dich knuddeln wie einen großen pelzigen irgendwas Bär. Ja, auf Englisch sagt sie auch, I wanna hug you like a. Was sagt was denn jetzt? Fuzzy Bär, ne? Ja. Was sagt er auf Englisch? Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. Weiß nicht, Reinhard schreit gerade so laut. Ach, er reit die Fresse rein. Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. I dreamt I was a butterfly. Okay, dann sagt das gleiche wie auf Deutsch. 5, 4, was machen die denn hier vorne, Alter? 2, die haben Junkrat-Falle vor der Tür liegen. Mine. Reinhard nicht! Oh Gott, Reinhard! Living on the edge. YOLO! Reinhard geht voll, Alter! Er geht voll tilt, ey. Nice, das kann ruhig tilten, ey. Komm, Genji ist fast down. Das ist schlecht. Totgetreten. Wanna hug you like a big fat Siberian bear. Komm, jetzt hast du noch Mercy. Ja, haben wir doch gut gekillt alle. Weiter. Ja, läuft. Guck mal, wir haben doch ganz Chancen hier. Obwohl, die eklige Ecke kommt gleich.
Genji kommt von oben. Hab ihn sogar getroffen. Da rechts ist er, hinterm Schild. Die haben eine Pharah. Was ist das? Eine Pharah? Irgendwas kommt da oben. Ana. Mercy? Ana ist tot. Was ist denn auf dem Dach? Genji nicht gekriegt. Da ist eine Mercy und ein Genji. Spürt die heilende Ruhe. Na gut, vielleicht schaffen wir es doch ziemlich schnell zu dingsen. Dann haben die eine Minute und wir haben dann 4 Minuten oder so vielleicht. Vielleicht. Aua, 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 Ana, Ana. Die snipert mich ab. Pharah. Starscream. Starscream habe ich schon mal gegen gespielt. Scheiße, der war gut, glaube ich. Habe ich, okay. Warte, ich will dich heilen, ich sehe dich nicht. Ich hab dich. Ist down. Oh, ich hab 100%. Da ist nur keiner da. Wir halten gerade, wir beide haben gerade. Da hinten kommt ein McQueen. Ist tot. Nice. Oh, ich bin voll der Sniper-Zen, ey. Pharah. Oben, überm Haus, überm Saloon. Ich hätte nicht taunten sollen. Ist tot? Nee, nee. Kommt von oben über die Brücke. Pharah. Fast tot. Ah, Reinhard hat mich. Er hat mich komplett bis nach hinten geschoben. Und unser Reinhard rächt mich. Okay, cool. Was ist deine? Ja. Ja. Oh Gott, Genji. Das Ende ist nicht in Stein gemeißelt. Mein Ultimate Maximum ist charged. Bald. Ja, dann mach den Linksklick-Laser immer schön rauf auf alle. Immer fest in Ruf. Das ist nicht gut. Genji kommt von hinten. Werde eins. Boah, ich konnte dich nicht mehr retten. Ich war alleine. Ja. Ich hatte gerade den Heal auf dich geworfen. Du selbst bist dein größter Feind. Nein, ich musste nachladen. McQueen wäre so tot gewesen. Oh Gott! Lass mal Reinhard machen hier. Hast du Linksbarriere drauf hier? Sprechungsaura? Auf dich drauf, ja. Komm, der Lucio kann auch nichts. Die Pharah muss weg. Stunde hat geschlagen. Hi nun, vorne rechts. Ja, ich halt alle. Das ist uncool. Bin ich nicht. Ja, das war uncool. Feuer frei. Hat halt meine Ulti perfekt abgewartet und dann kam Pharah von hinten mit ihrer Ulti. Okay, unser Genji wechselt auf McQueen, das ist gut. McQueen ist eine gute Wahl. Feuer frei. Gehe in Harmonie. Ah, die Pharah muss weg da oben. Ja, ja. Jetzt hat mich ein Lucio gemacht. Der schießt zu viel, der heilt zu wenig, der Lucio. Sag ihm das mal lieber. Boah, McQueen macht die Pharah. Das Ende ist nicht. Warum macht er das denn nicht? Ich kann das nicht von hier. Alleine. Noch 60 Sekunden. Die haben uns bis hier hinten hingedrängt jetzt. McQueen ist halt die Number One Choice gegen Pharah. Ich bin down, ich bin down. Zeit für einen soliden Beat! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh fuck. Oh nein. Nice Tracer. Okay, unsere Tracer ist halt halbwegs gut. Haben wir Glück gehabt. Pharah wieder oben. Ja, 30 Sekunden könnte aber knapp werden. Ja, hier passiert halt nichts. Die Leute ignorieren eine Pharah und das ist gefährlich. Wo ist die Pharah? Wo ist McQueen? Ich höre ihn doch. McQueen ist über uns. Verlängerung. Ja, wir kriegen den Punkt aber. Na, noch nicht. Die kommen alle wieder. Spürt die Heilung.
heilende Ruhe. Alle da, Alter. McQueen, mach was! Nicht, das gibt die Pharah! McQueen, kill doch die Pharah, Mann! Ach, Mann! Die haben jetzt den soliden Winkel. Oh, jetzt stirbt McQueen an Pharah. Ich weiß nicht. Ja, McQueen auch. Und warum macht McQueen nicht einfach. Er soll einfach nur Pharah fokussen. Das ist doch unglaublich, ey. Unser Reinhard ist aber noch da von uns. Ja, ich versuche gerade noch hinzukommen. Aber die haben eben die Quick-Ablaufzeit jetzt, ja, haben wir verloren. Ja. Match abgeschlossen. Der McQueen war. Es war halt McQueens einzige Aufgabe, Pharah auszuschalten. 1-3. Mit einem Zenyatta eine Pharah auszuschalten, ist zwar auch möglich, aber mega fummelig. Ach, ey. Also, mit Zaya konnte ich da nichts machen. Nee, als Zaya kommst du halt nicht an Pharah dran. Lächerlich, der McQueen, ey. Mann. Highlight des Matches. Stattdessen steht er daneben und macht seine Ulti und trifft nichts damit. Er ist da, wo er zum Schluss reingegangen ist. Stirb, stirb, stirb. Ja, und wo er noch geboostet wurde, ey. Ja. Oben drauf nochmal. Macht er den Junkrat auch noch? Ja, war an sich eine okay Runde. Es ist aber wieder ein Zeichen, dass Premates nicht unbedingt immer ein Vorteil sind, ja? Nee. 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 Wie viel werden wir verlieren? Zu viel. Obwohl, ich gehe ja davon aus, dass es an den Goldmedaillen abhängt, wie deine Leistung war, wie viel du verlierst, ne? Dann verliere ich jetzt alles. Weil ich habe 2 Gold, 1 Silber jetzt. Ich habe 1 Silber. Weil je mehr Gold du hast... Okay, ich habe 19 Punkte verloren. Wie viel hatte ich jetzt eben? Weiß ich nicht. Ich hatte 2400. Ich hatte 2190. Hatte ich 13 oder 14? Habe ich fast 30 Punkte verloren. Weil wenn du ganz viele Goldmedaillen hast, kriegst du auch... Ich hatte einmal 32 Punkte bekommen und da hatte ich irgendwie 4 Goldmedaillen oder so. Das kann ja gar nicht sein, weil es muss ja ein Teamspiel sein, angeblich. Ja, aber die können... Trotzdem muss es ja irgendwie einen Wert geben, dass du mal so viel verlierst und mal so viel. Ja. Ein zufälliger Wert zwischen 29, zwischen 30 und 20 oder so. Ich glaube nicht, dass das zufällig ist. Ich glaube, das geht nach Leistung. Weil nee, du wirst ja auch, nicht, du wirst nämlich, ist, du wirst nämlich auch nach Leistung eingerankt. Das ist ganz komisch. Ja, aber es wäre der beste Indikator, ein gewonnenes Spiel plus durch 5, also zwischen 25 und 30 und ein verlorenes Spiel zwischen 20 und 30. Naja, wir sehen es dann beim nächsten Mal wieder zu Overwatch. Okay, bis dann.